Kleinwil im Freiamt. Eine Gemeinde mit Natur, Kultur und grossem Erholungswert. Ein Dorf mit Gesicht, ein Wohnort und eine Heimat für alle. Im lokalen Mundart sagen wir Beuel. Bei uns lohnt sich's gut leben. Wir können einander. Gern lade ich Sie zu einem Rundgang durch unsere charmante Gemeinde ein. Im Hauptdorf befinden sich der Volk- und Metzgereiladen. Sämtliche Konsumgüter vom täglichen Bedarf können direkt am Wohnort eingekauft werden. 3 Restaurants mit feiner Küche, 2 davon im Hauptdorf, laden die Bevölkerung zu einem gemütlichen Ambiente ein. Der private Wohnungsbau für nachrückende Generationen hat in den letzten 4 Jahrzehnten zu einer harmonischen Zunahme von der Bevölkerungs- und Kinderzahlen geführt. Die Schule im Dorf geniesst in Beuel seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Grosszügig und modern erstellte Schulbauten, dazu passend gestaltete Umgebungs-, Spiel- und Sportanlagen gewährleisten einen fortschrittlichen Unterricht bis zur 6. Klasse der Primarschule. Die Kinder fühlen sich wohl. Jetzt werfen wir einen Blick auf das Neubaugebiet Steinmatt und Krisimatt, wo die hohen Ansprüche an die Orts- und Raumplanung erfüllen. Im Hauptdorf dominiert die markante Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Burkhard. Sie ist in den Jahren 1797 bis 1803 als später Barockbau neu errichtet worden. Innerhalb des Kirchenbezirks treffen wir auf verschiedene Zeichen der Volksfrömmigkeit. Hier Kapelle St. Laurentius im Wieler Wallenschwil. Sehr schön gelegen ist auch die Kapelle zu Ehren vom Heiligen Wendolin hoch oben im Horben. Zahlreiche Wegkreuze und Bildstöckli am Wegrand begleiten uns auf der ganzen Wanderschaft durch das beschauliche Gemeindegebiet. Aus einem reinen Bauerndorf ist im rasanten Wandel der letzten Jahrzehnte eine offene und vielseitig interessierte Gesellschaft entstanden. Ums Hauptdorf Beuel reihen sich, wie man noch sehen werdet, die 4 Ortsteile Brunnwil, Wallenschwil, Wickwil und Winterschwil. Die idyllischen Kleinsiedlungen, aber auch zahlreiche Einzelhöfe und Streubauten verteilen sich über das grosse Gemeindegebiet. Es handelt sich hier dabei um typische Züge vom angestammten Landschaftsbild. Viele bürgerliche Bauten sind im Verlauf des harten Strukturwandels unter erschwerten Bauauflagen anderen Zweckbestimmungen zugeführt worden. So haben auch alle 4 ehemaligen Käsereibetriebe ihre Produktion eingestellt. Sie werden heute als private Wohn- oder Gewerbebauten genutzt. Das Aussehen der Weiler und die früheren Lebensformen ihrer Bewohner haben sich nachhaltig verändert. Vieles ist anders und vieles ist auch besser geworden, wenn man der vergangenen Zeiten nicht melancholisch nachtrauern will. Beuel liegt am Ostabhang vom Lindenberg. Die Fläche umfasst gut 1100 Hektare, davon rund 200 Hektare Wald. Aktuell beträgt die Einwohnerzahl 1200 Personen. Sie wird in den nächsten Jahren auf rund 1500 Einwohner anwachsen. Eiszeitliche Aktivitäten haben die Landschaft vielfältig geformt. Von der Wasserscheide auf 854 Meter fällt das Gelände terrassenartig zum tiefsten Punkt auf 456 Meter ab. Wilde Landschaft und Doppel bilden den Kontrast zu blühenden Feldern und Obstgärten. Gemeinsame Grenzen bestehen mit 4 aargauischen und 3 Luzerner Gemeinden. Der Name vom Hauptdorf wird als Beinvillare im Jahr 1153 erstmals urkundlich erwähnt. Alle Ortszunahmen sind von den alemannischen Hof- bzw. Dorfgründern abgeleitet. Die 5 Weiler haben sich früher weitgehend als selbstständige Ortsgemeinde verwaltet. Auf den 1. Januar 1900 haben sie fusioniert und sich zur politischen Einwohnergemeinde Beinwil-Freiamt verschmolzen. Der Horben mit der höchstgelegensten Wirtschaft im Kanton ist für Erholungssuchende ein beliebtes Ausflugsziel. Schön angelegte Wanderwege bieten eine wunderbare Sicht über das Bönz- und Rüstal mit dem Zuckersee im Hintergrund. Bei guten Schneeverhältnissen tummeln sich im Winter sowohl Kinder und Erwachsene auf dem abgezäunten Schlittelfeld, auf den gespurten Langlaufloipen oder auf den präparierten kurzen Skipisten.
Beuel trägt auch zur Problemlösung von regionalen Aufgaben bei. In den beiden Deponien Feld und Weidbanacker am östlichen Dorfrand werden in einem Zeitraum von 10 bis 12 Jahren rund 2,8 Millionen Kubikmeter sauberes Aushubmaterial abgelagert. Die beanspruchten Flächen werden wieder zu vollwertigem Kulturland rekultiviert. Die Gemeinde zieht aus dem Projekt neben den ökologischen Aufwertungen auch einen finanziellen Gewinn. Das Wasservorkommen im Schürboden stellt den Trink- und Brauchwasserbedarf der ganzen Gemeinde sicher. Grundwasserfassung auf fast 800 Meter über Meer versorgt Konsumenten über ein weit verzweigtes Leitungsnetz mit einem einwandfreien Lebensmittel. Ein Hochwasserschutz ist ebenfalls die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt worden. Die Investitionen in zahlreiche Neuanlagen und Verbauungen belaufen sich auf über 4 Millionen Franken. Damit werden Schutz und Sicherheit von Personen und Sachwerten gegen Naturgewalten wesentlich verbessert. Vielseitig sind die Angebote der ansässigen Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, die sich erfolgreich um Kundenwünsche kümmern. So zum Beispiel die Firma Künk Haustechnik GmbH oder Teich Mülli, wo seit 2017 ein neu erstelltes, modernes Getreidezentrum mit Getreidesammelstelle betrieben tut. Im Branchenregister der Gemeinde sind weitere Betriebe wie folgt aufgeführt: Autogaragen, Filialen der Raiffeisenbank, Elektroinstallationen und Telekom, Schreinereien und Holzverarbeitung, Gartenbau und Gartengestaltung, Lebensmittelverarbeitung, Verkauf und Catering. Nicht zu vergessen sind die landwirtschaftlichen Betriebe, die ihr Auskommen in der Bewirtschaftung der Felder, in der Landschaftspflege und in einer anspruchsvollen, zeitgemäßen Tierhaltung finden. Diese schönen Aufnahmen stammen von der kantonalen Feeausstellung Horba 2017, die alle 10 Jahre auf dem Horben stattfindet. Die Schönheiten der Landschaft sind auch den Organisatoren der Tour de Suisse 2017 nicht verborgen geblieben. Gerade dreimal ist unsere Gemeinde während einem Rundkurs durchfahren worden. Ganz der Tradition und Gemütlichkeit hat sich Beueler Kilby verschrieben. Das Herbstfest steht bei der Bevölkerung gross im Kurs. Mit viel Liebe und Initiative sorgt sich eine privat zusammengesetzte Personengruppe um eine bunte Unterhaltung, aber auch um ein fröhliches Standtreiben, das die Herzen von Jung und Alt erfreut. Ein gutes Dutzend Dorfvereine freut sich auf neue und engagierte Mitglieder in ihren Reihen. Kultur, Sport, Konzentration, Bildung und Gemütlichkeit sind wichtige Bausteine in einem vielfältigen und jugendfördernden Probewesen. Einzelne Dorfvereine warten immer wieder mit grossartigen Leistungen auf. Die Musikgesellschaft ist die eigentliche Kulturträgerin des öffentlichen Lebens. Sie bereichert viele Anlässe, Feiern und Fest mit ihrem erfrischenden Spiel. Feldschützen trainieren ihre Treffsicherheit auf einer modernen 300 Meter Schiessanlage, die umwelttechnisch saniert worden ist und seither umweltschonend betrieben werden kann. In den angebauten Schützenstuben können die zahlreich errungenen Festerfolge gebührend gefeiert werden. Die grosse Turnerfamilie zählt rund 180 Mitglieder in verschiedenen Reigen. Sport, Spiel und Spass stehen im Vordergrund. Leistungsbezogen und erfolgsgewohnt sind die Aktivturner. Talentierte, junge und jungblitzende Sportler, Damen und Herren, trainieren gemeinsam und titulieren. Die vorhandenen Naturwerte in unserer Gemeinde vermögen Geist und Seele zu bereichern. Man muss sie nur wahrnehmen. Blühende Wiesen, neugierige Weidetiere, reich bestellte Ächer, Baumgärten und Wälder passen ihr Kleid ständig den jahreszeitlichen Bedingungen an und laden Betrachter zu überraschenden Entdeckungen ein. Solange es Leute gibt, die bereit sind, mit Herz, Gefühl und Verstand Verantwortung für eine lebensfrohe Gemeinschaft zu übernehmen, solange wird Beuel als eigenständige Gemeinde bestehen bleiben.
zukunftsgerichtete Ausgaben und Investitionen beschliessen, neue Entwicklungsschritte einleiten und für ihre Bewohner ein attraktives, familienfreundliches Dorf bleiben. In dem Sinn, viva Beuel!